und herzlich willkommen zu American Truck Simulator, wie angekündigt, unser neues Let's Play. Wir haben uns dafür entschieden, unsere Firmenzentrale in Las Vegas zu machen. Da werden wir jetzt einfach mal starten. Wir fangen basic-mäßig hier an mit so einem kleinen Auftrag, den wir hier machen müssen. LKW ist ganz schön cool. Was ist das? Ein Kenworth, glaube ich, oder irgendwie sowas? Kenworth. Da steht's am unteren Bildrand. Ja, hier der Auspuff im Weg. Aber ja, wir starten einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Bin mal gespannt, wie das hier läuft. Die Trucks hier sind natürlich ein bisschen größer wie im Euro Truck Simulator. Da vorne fährt gleich mal ein Kopf rum. Steuerung ist sehr gut, ist gleich mit der vom ETS. Boah, ey, die Schnauze ist so lang, ich weiß gar nicht, ob ich damit wirklich zurechtkomme. Bin mal gespannt, wie das wird hier. Ja. Ist vom Gameplay her genauso wie eigentlich ETS. Nur, dass es hier eben ein bisschen von den Dimensionen her größer ist. Oh, schöne Straßenkreuzer hier. So ein paar alte Autos. Halt, wir haben rot. Alter, Falter, die sind ganz schön groß hier, die Abmessungen. Müssen wir mal gucken, ob wir damit zurechtkommen. Geplant ist, dass ich hier einfach mal so als Ziel habe, alle Städte mal anzufahren. Warum fahren die eigentlich, wenn die rot haben? Also ich will in jede Stadt hier einmal einfahren. Uiuiui. Da hat's mal ein bisschen geholpert. Also ich will jede Stadt einmal besuchen. Das ist so unser Ziel für dieses Let's Play hier. Und Oh, was ist das? Okay. Hier die ganzen Ansichten. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir mal weiter, ob ich mir ein neues Ziel setze. Aber das wird, wie gesagt, erstmal unser erstes Ziel. Die sind ja witzig. Da soll ich reinfahren. Abzustimmen. Achso, ich kann hier wählen. Ich fahre die natürlich selber hin. Und ich glaube, ich muss nach links, ja. Wahrscheinlich nehme ich da vorne jetzt gleich die Einkaufswagen mit. Nee, doch nicht. Alles gut. Ja, aber ich muss den umdrehen. Alter! Was verlangt ihr denn von mir? Hey, das ist die erste Lieferung. Was wollten ihr von mir? Ich kann die Länge noch nicht abschätzen.
Alter, und das ist ein kleiner Trailer. Dong. Erstmal hier die Laterne geküsst. So, jetzt. Ey, das wird ein Spaß, Leute. Da werdet ihr euch dumm und dämlich ärgern und ich mich auch. Ey, man möchte ja meinen, hier gibt es keinen Unterschied zum ETS, gell? Ja, ist so ein bisschen LKW fahren, bisschen Anhänger abliefern und mehr nicht. Aber allein schon beim Einparken, oh, und der ist schnell. Allein schon beim Einparken stelle ich mich an wie der erste Hampelmann. Ich würde sagen, ein Problem ist auch bei diesem Auflieger gleich mal. Der hat eine relativ weit hinten liegende Achse und dadurch ist der Punkt beim Einlenken schon ganz schön knifflig. Aber wir haben es erledigt. Also, ja, gerade so. Auch hier natürlich die Anzeigen. Hier verbraucht der Kraftstoff 0,5 Gallonen und eine Meile. Ja, wir sind hier in Amerika. Gut. Erster Auftrag angeliefert. Dann bin ich mal gespannt. Truck Headquarters. Schlechte Garage, nicht besonders, aber immerhin ein Anfang. Ja, ein bisschen Schrottplatz ist das hier. Weiß also nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich hier frei bewegen und ein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Gut, ja, vielen Dank. So, wir müssen auch hier wie im Euro Truck Simulator einfach mal Aufträge annehmen. Las Vegas nach Bakersfield. Und ich denke, wir nehmen auch einfach immer mal den teuersten Auftrag, den es gibt in unserer Stadt, wo wir hinkommen. Und hoffen, dass wir so ziemlich schnell zu ziemlich viel Kohle kommen. So. Ich weiß noch nicht, wo es rausgeht. Ich glaube rechts. Oder? Geht's hier? Ne, da geht's raus. Ah, es geht rechts und links raus. Wir fahren mal rechts. Oh. Jetzt habe ich den Motor aber ausgemacht. Brauchen wir natürlich. Ey, das wird knifflig. Ey, fast schon das Haus ecken. Ah. Leute, was mache ich hier? Oh. So, wir fahren nach, warte mal, wo müssen wir hin? Nach Bakersfield. Bin mal gespannt, wie das hier läuft. Also ich habe es mir ein bisschen easier vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir brauchen das Navi. Und finden wir hier nicht raus. F3, wir machen das mal klein. Schaden haben wir noch keinen. Und hier, ja, fährt gleich mal hier den Mustang vor. Oh
Von da. Ich werde es wahrscheinlich so halten wie im ETS auch. Dass ich jetzt gleich eine Musik schalte, solange ich unterwegs bin. Und dann sehen wir uns wieder in Bakersfield. Bis nachher. Leute, wir haben Bakersfield erreicht. Aber wie? Wie? Das habt ihr hoffentlich gesehen. Und irgendwie sind gerade meine FPS total abgestürzt. Ich bin im Moment bei 10 FPS. Warum muss ich eigentlich immer hier die Ladung abstimmen? Es ist doch klar, dass ich da hier selber hinfahren will. Wir sind ja keine Anfänger. Ja, also ich habe erstmal hier ordentlich gleich ein Bußgeld kassiert, weil ich zu schnell war. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo mein Anhänger ist. Dann haben wir noch einen Crash gebaut, der nicht ganz unerheblich war. Wir haben 17% Schaden. Sind wir schon da? Nö. Ich glaube, wir müssen noch mal korrigieren. Also das eine Problem ist, die LKWs sind mega kräftig. Ja, also du musst schon ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gaspedal.
Und außerdem, ey, was geht da ab, hey? Das ist schon nicht ganz unerheblich. Wir machen mal Fernfahrten. Ja, wir machen mal Fernfahrten. Machen wir. Nee, machen wir nicht. Wir machen hochwertige Fracht. Wir machen hochwertige Fracht und zwar so schnell wie möglich. Ja. Also wie gesagt, meine FPS sind gerade runter auf 10. Los Angeles Tunnel, von der sie schon immer geträumt haben, wenn sie. Ja, okay. LKW ist noch in weiter Ferne. Ja, ich werde bis zur nächsten Folge aufklären, was hier alles los ist, weil ich habe hier ein paar Problemchen. Ich musste mir vorhin noch ein Aufnahmeprogramm suchen, mit dem ich das hier aufnehmen kann, weil meine anderen Programme alle keinen Bock hatten. Ich werde gucken, dass es mit den FPS stabiler läuft und ja, werde mir einfach in der nächsten Folge mehr Mühe geben. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr vom ATS sehen wollt, dann lasst ein Abo, ein Like oder sonst irgendwas da, damit ich weiß, dass ihr das wirklich sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.